Plötzlich wurde er von einem lauten Geräusch geweckt. Das Milchglas war umgefallen und das Klirren hatte ihn aufgeschreckt. Wie war das möglich? Tim traute seinen Augen nicht, als er hinsah, denn da saß ein winziges Männlein auf dem Teller und naschte von seinem Abendbrot. Tim kniff die Augen einmal fest zu, um sicher zu sein, dass er nicht träumte. Doch als er sie erneut öffnete, saß das kleine, seltsame Männlein immer noch auf seinem Teller. Tim war sofort klar, dass dieses kleine Männlein nicht von dieser Welt sein konnte, allein schon seine Kleidung verriet ihm das. Er trug nämlich einen schwarzen, viel zu engen Frack und darunter ein viel zu großes weißes Hemd. Und ganz und gar nicht dazu passend hatte er eine grüne Hose an, die viel zu kurz war, etwa nur knielang.